Hallo meine lieben YouTuber, ja und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Divis Movie Channel. Ja meine Lieben, wie ihr seht, sitze ich hier wieder draußen in der wunderschönen Natur und wir haben herrliches Wetter. Die Sonne scheint, in der Sonne ist es wirklich mal etwas warm und wir haben heute um die 10 Grad, also es macht super Spaß rauszugehen. Deswegen seht ihr mich heute auch mal wieder ohne Mützchen. Und ich habe für euch heute ja etwas ganz Besonderes und was das sein wird, von wem ich das bekommen habe und was das kann, werdet ihr heute in diesem Video erfahren. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß dabei und los geht's! Ja, meine Lieben, heute werdet ihr etwas auf meinem Kanal sehen, was ich bisher noch gar nicht vorgestellt habe. Und zwar habe ich vor einiger Zeit ein Paket vom lieben Chris zugeschickt bekommen. Den werdet ihr sicherlich kennen, wenn ihr meine Videos schon lange verfolgt, denn Chris ist ein treuer Abonnent von mir und er kommentiert auch immer fleißig und ich weiß, du wirst jetzt unter diesem Video auch wieder kommentieren. Und ja, durch Chris habe ich das, was ich euch heute zeigen werde. Und ich sage hier auch nochmal an dieser Stelle ganz, ganz lieb Dankeschön an dich, Chris, denn von ihm habe ich das Condor K-Tech Kukri Knife Desert. Ja, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe dazu ja auch schon ein Auspackvideo gemacht, weil ich wusste ja noch gar nicht, was da drin war. Das war wie immer ein Überraschungspaket von ihm. Und heute ist der Tag, an dem ich euch das Kukri Knife zeigen möchte. Und ich bin super gespannt, wie das schneidet, wie euch das gefällt, was ihr auch dazu sagt und so. Und ja, ich habe das hier schon in meinem Rucksäckle, hole es jetzt mal hier hin und dann seht ihr, wie das Kukri Knife aussieht. Tada! Das ist es, meine Lieben. Yay! Wobei ihr von dem Kukri ja noch gar nicht viel seht. Aber das hier ist das Condor K-Tech Kukri Knife in der Farbe Desert. Ja, und wenn ich das so betone, dann wisst ihr auch schon gleich, dass es das noch in einer anderen Farbe gibt. Das stöbert doch einfach mal, denn ich kann mir vorstellen, dass die andere Farbvariante sicherlich auch für den einen oder anderen was wäre. Aber jetzt schaut euch mal bitte diese Farbgebung an von der Scheide und den Hintergrund. Und wenn ich das Kukri jetzt mal hier so rüberhalte, wie geil ist das bitte getan? Also das ist doch mega, das passt einfach so perfekt gerade. Ja, und an dich Chris hier auch nochmal ganz herzlich Dankeschön für diese Farbe. Ich finde es so, so schön. Und ich finde es vor allem auch schön, dass es mein erstes Kukri Knife ist. Wie kommt es überhaupt dazu, dass ich Kukri Knives kenne? Ja, das kommt ganz einfach aus dem Mittelalterbereich, denn ich war mal in einem Mittelalter-Shop und da lagen Kukris und da habe ich gedacht, boah, das ist ja mal geil. Man muss natürlich damit umgehen können. Ich sage gleich auch, dass ein Kukri immer, immer Geschmackssache ist, weil es gibt für viele ja nur ein Messer oder eine Machete und das hier ist quasi, also für mich persönlich auch, so eine Mischung aus beidem, weil ihr könnt hier mit grobe Arbeiten verrichten, ihr könnt hacken, aber gleichzeitig auch feine Dinge schnitzen und schneiden. Daher ist das immer Geschmackssache, ob jetzt ein Kukri etwas für euch natürlich wäre. Und hier an dieser Stelle einfach nur noch mal zur Info, das Kukri Knife ja, wird sicherlich Fritz Meinecke noch mal sehr, sehr viel bekannter gemacht haben, denn ursprünglich stammt das so um ja, das 7. Jahrhundert rum aus Nepal und ist dann natürlich irgendwann weltweit bekannt geworden. Und ja, irgendwann vor einiger Zeit gab es ja auch mal die erste Staffel von Seven vs. Wild und da hatte Fritz Meinecke das in Schweden dabei, aber nicht dieses Modell, sondern das Heavy Duty von Condor. Ja, und das hat so reingehauen, das hat so geboomt, diese Kukri. Alle Leute wollten die auf einmal haben und das ging im Netz ja einfach viral. Das war wirklich richtig krass, meine Lieben. Was habe ich da alles gelesen? Das war wirklich unglaublich. Und ja, das hier ist jetzt eine neuere Variante mit einer Kydex-Scheide, was ich natürlich hier an dieser Stelle schon verrate. Und das hat folgenden Hintergrund, denn dieses Kukri Knife hier von Condor ist in Zusammenarbeit mit Alan Kay entstanden.
Und jetzt fragen sie sich, wer ist denn Alan Kay? Ist das ein Knife-Designer? Wer ist diese Person? Ja, Alan Kay ist der Gewinner der ersten Staffel von der Serie Alone, denn er hat 2 Monate in der Wildnis verbracht. Ja, und in Zusammenarbeit mit ihm ist dann dieses Knife hier entstanden. Ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte und lest es einfach mal nach. Ich weiß gar nicht, wie ich das sonst anders erklären soll, denn es ist wirklich cool. Alone ist auch mega. Schaut euch dazu einfach mal Videos an, googelt den Typen, schaut euch einfach mal ein Foto an, damit ihr erstmal seht, wie er aussieht. Und ja, ihm haben wir quasi diese Variante des Kukri Knives zu verdanken. Ja, die Verpackung habe ich an dieser Stelle zu Hause gelassen. Die war nämlich sehr, sehr groß. Also da kann ich euch einfach nochmal das Auspackvideo zum Ende hin verlinken, damit ihr da nochmal drauf schauen könnt, wie das aussieht. Aber das ist wirklich so ein Oschi, der Karton von Condor. Und mit dabei war übrigens noch, was ich euch an dieser Stelle noch zeigen möchte, einmal, ja, nein, meine Lieben, es ist keine Bedienungsanleitung. Einfach so eine kleine Broschüre Condor Knives, was die natürlich alles können. Und hier steht dann schon der Machetenkönig. Woo! Ja, und mit dabei war auch noch ein Sticker und so ein kleiner Pflegehinweis zu dieser Kukri. Und hier in diesem Heftchen stehen so, so schöne Knifeys drin und Macheten, Waffen, alles, Wurfsterne, Speere, hier. Geil, einfach geil. So ein Speer fände ich auch mega. Ich weiß nicht, das ist auch wieder so was ganz, ganz Besonderes. Und das K-Tech Kukri Knife ist hier auch nochmal abgebildet. Einmal, ja, jetzt kann ich es ja schon verraten, in Army Green gibt es das nämlich noch und dann in der Farbe Desert. Und der Griff ist dann auch farblich angepasst. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen, weil die Sonne scheint halt so wunderschön, aber ja, besser ist einfach, wenn ihr das dann nochmal googelt. So, und ich zeige euch jetzt natürlich das Kukri Knife hier ganz, ganz detailliert und würde sagen, wir fangen jetzt erstmal außen mit der Scheide an, bevor wir dann zu dem ursprünglichen Knife kommen. Tada! Ja, meine Lieben, hier einfach nur erstmal die Kydex-Scheide in der Farbe Desert. Kydex sollte jedem ein Begriff sein. Boah, ist das laut. Ein super, super robustes, wasserwetterfestes Material. Und das muss es auch sein. Hier haben wir dann einmal das Condor-Logo drauf und das beidseitig. Die ist natürlich optimal dem Kukri Knife angepasst. Und auch außerhalb, muss ich sagen, ist das hier super verarbeitet. Hier haben wir dann wieder ein kleines Löchlein, damit die Flüssigkeit ablaufen kann, falls ihr damit mal im Fluss unterwegs sein solltet oder euch der Regenschauer des Jahrhunderts überkommt. Dann haben wir hier, was ich sehr schön finde, 2 Komponenten aus Leder. Ja, so trifft sich quasi das Moderne mit dem Klassischen. Hier dann mit einer Druckknopfschlaufe in Braun. Seht ihr jetzt auch sehr schön, die ich dann öffnen kann. Und ja, die ist natürlich verschraubt hier, diese Schlaufe. Könntet ihr, wenn ihr das überhaupt nicht mögt, natürlich einfach abschrauben und dann ist das Ding weg. Aber dann, ja, muss man wieder schauen, löst sich die Kukri dann von alleine. Also das ist dann einfach ein Praxistest. Ja. Und mit dabei ist dann natürlich noch dieser Gürtelschlaufenadapter, der dann hier auch 2-fach geschraubt ist. Seht ihr hier auch ganz schön. Könntet ihr natürlich auch vollständig demontieren. Und hier ist dann noch ein Adapter mit dran, aus Leder, seht ihr hier auch sehr schön. Und das ist wirklich ganz, ganz toll verarbeitet, muss ich wirklich sagen. Könntet ihr sicherlich auch auf die Dauer austauschen durch einen anderen Adapter, falls der mal kaputt gehen sollte. Aber ja, so, das geht auch ganz schön feste. Und ich muss es trotzdem einmal riechen. Ja. Das riecht auf jeden Fall nach Leder. So sieht hier die Kydex-Scheide aus. Ihr habt dann hier natürlich noch ganz viele Ösen, wo ihr dann irgendwie ein Paracord befestigen könnt oder ein Lanyard. Hier ist auch übrigens eins mit dran.
Ja, auch in der Farbe Desert hier. Und ob ihr das dran lasst oder nicht, ist natürlich auch wieder Geschmackssache und eine Praxisfrage. Ich finde das hier jetzt, ja, in dieser Form jetzt so klein, weiß ich nicht, muss man schauen, denn ich habe es natürlich noch nicht benutzt. Das heißt für euch heute auch, der Papierschneidetest ist auch eine Premiere. Ja, aber so viel jetzt erstmal zu dieser Kydex-Scheide und jetzt schauen wir uns das Kukri Knife an. Tada! Das ist es, meine Lieben. Das hier ist das K-Tech Kukri von Condor. Yay! Was sagt ihr dazu? Dazu muss ich sagen, bei dieser Variante wurde ja der Griff farblich an der Messerscheide angepasst. Ja, und falls ihr euch für die andere Variante entscheidet, ist natürlich die Scheide auch wiederum angepasst. Was ich wirklich gut finde, dass man sich da Gedanken gemacht hat. Und ja, das Material werdet ihr gleich wissen. Aber ihr seht jetzt schon mal optisch, wie so eine Kukri aussieht oder ein Kukri. Denn es heißt ja das Kukri Knife, also das Messer. Aber Fritz selbst sagt ja dazu auch immer seine Kukri. Also da müsst ihr einfach schauen, wie ihr das nennt. Ich finde das jetzt aber gar nicht schlimm, ob man eine Kukri sagt oder das Kukri, also ein Kukri. Denn jeder hat da irgendwie so eine andere Auffassung. Also ich bin damit total locker. Ich sage auch manchmal eine Kukri, aber für mich war es eigentlich immer das Kukri. Ist schwierig, meine Lieben. Es ist einfach schwierig, aber an dieser Stelle könnt ihr mir ja mal schreiben, wie ihr das nennt. Ist es jetzt nun weiblich oder männlich? Ja, und hier seht ihr auch schon diese ganz spezielle Klingenform. Und die ist natürlich ganz speziell das. Kukri steht dafür. Und hier seht ihr auch schon, ja, in der Sonne spiegelt das natürlich ein bisschen. Und ich bin gespannt, wie ihr das findet und was ihr dazu sagt. Ja. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, wir schalten jetzt direkt um in eine andere Kameraperspektive. Dann seid ihr gleich auch schlauer, wisst, aus welchen Materialien das besteht und natürlich auch, wie groß und wie schwer das Kukri Knife ist. Und dann schalten wir wieder um. Anfangen tun wir jetzt mal mit den Maßen. Also, das Kukri Knife hat eine Gesamtlänge von circa 36,8 cm. Wir haben eine Klingenlänge von 25,4 cm und eine richtig fette Klingenstärke, nämlich 6 mm. Dazu hat das Kukri Knife ein Gewicht von circa 950 Gramm. Und weiter geht's jetzt mit den Materialien. Die Klinge besteht aus 1075 High Carbon Stahl und der Griff hier besteht aus Mikata. Ja, meine Lieben, ihr seht hier, ich habe ein Maßband angelegt. Und warum habe ich das getan? Einfach aus dem Grund, weil ich es mega interessant finde, wie man denn ein Kukri Knife überhaupt misst, gerade durch diesen gekrümmten Messerrücken. Und ihr seht hier, das wurde wirklich so abgemessen von Klingenspitze bis Griffende hier. Und das war es auch schon, genauso hier die Klingenlänge. Also da wurde quasi diese Biegung gar nicht mit berechnet, wenn man das Maßband jetzt direkt anlegen würde und diese Schwingung mit einbeziehen würde, hätten wir natürlich ein ganz anderes Maß. Aber da seht ihr, das passt wirklich damit überein, wie ich euch das gerade auch gesagt habe, wie der Hersteller das angegeben hat, also Condor. Aber es ist schon interessant, oder? Das hat mich jetzt einfach mal interessiert. Und der breiteste Punkt der Klinge hier beträgt um die 5 cm, wie ihr seht. Und das habe ich für mich jetzt einfach gemessen, weil mich das interessiert hat. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen ja auch so. Ja, dann schauen wir uns das hier jetzt nochmal gemeinsam an. Also wir haben hier ein sehr, sehr robustes Messer mit feststehender Klinge. Und ihr seht hier auch schon, das wurde in einem Stück gefertigt. 6 mm Fett. Wie geil ist das denn? Ein super Schliff hier.
Wie ihr seht, der obere Teil der Klinge ist matt gehalten und somit reflektiert der Teil zumindest schon mal nicht. Wir haben hier auch einen super, super kantigen Messerrücken. Also da sage ich einfach nur Feuerstahl. Und ja, hier sieht man dann natürlich den Firmennamen Condor El Salvador und auf der anderen Seite dann natürlich die Bezeichnung K-Tech Kukri. Hier, wie gesagt, in der Farbe Desert. Dadurch ist dieser Griff auch bräunlich gehalten und dieses Mikata fühlt sich wirklich schön an. Aber auch hier, meine Lieben, ich muss echt aufpassen, dass meine Hand hier nicht in die Klinge rutscht und ich mich damit nicht verletze, denn wir haben hier keinen Fingerschutz, keinen Handschutz, nichts, keine Fingermulde. Da muss man echt schauen, weil dieses Mikata ist natürlich auch glatt. Also wäre es da vielleicht auch besser, wenn man mit Handschuhen arbeitet. Das sollte man natürlich generell, wenn ihr draußen unterwegs seid oder überhaupt, es ist einfach sicherer. Und ja, hier seht ihr auch schon drei Bohrungen, die natürlich durchgängig sind. Da könntet ihr jetzt auch ein Paracord befestigen. Sehr schön gemacht und hier ist jetzt auch keine Kante. Man fühlt den Übergang natürlich, ja, aber das ist trotzdem sehr, sehr schön verarbeitet, wie ich finde. Und der Griffabschluss hier einfach gerade. Schaut euch das mal bitte an. Es glänzt auch und so viel erstmal zu den Details des Kukri Knives. Und hier seht ihr jetzt nochmal die Kydex Scheide. Also von der Verarbeitung her ist das doch wirklich, wirklich wunderschön gemacht. Und bevor es jetzt weitergeht, bekommt ihr erstmal noch einen kleinen Porn zu sehen. Ja, ihr Lieben, ihr wisst nun bestens um das K-Tech Bescheid und ich habe ja eben gesagt, dass ich mit diesem Knife noch nicht geschnitten habe, beziehungsweise mit dieser Mischung aus Messer und Machete und daher habe ich jetzt Papier mit und wir machen gemeinsam jetzt hier den ultimativen Papierschneidetest und ich bin sowas von gespannt, wirklich so, so sehr. So, denn das Papier habe ich hier. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, wo legt man das am besten an? Aber ich würde jetzt erstmal hier mit diesem schmalen Punkt beginnen. Und hier merkt man natürlich auch schon direkt, wie kopflastig das ist. Oh, ach doch, hier oben geht's. Okay, aber hier nicht. Nee. Das funktioniert nicht. Dann probieren wir hier oben noch mal, meine Lieben. Ja, das geht. Das geht, aber das gestaltet sich wirklich schwierig. Nehmen wir jetzt noch mal ein Papier. Ja. Ja, aber naja, ich weiß ja nicht. Ich denke, das ist jetzt auch nicht gerade dafür gemacht, dass man damit Papier jetzt so schneiden kann. Aber Fritz hat damit ja auch sehr, sehr feine Arbeiten verrichtet, schön geschnitzt und so. Und das soll natürlich alles hiermit möglich sein. Der Papierschneidetest ist für mich nur immer wichtig, damit ich sehe, wie scharf ist ein Messer denn überhaupt ab Werk? Muss ich das nochmal nachschärfen und nochmal Arbeit investieren? Und hier habt ihr jetzt auf jeden Fall schon mal einen
ersten Eindruck dazu. Ja, meine Lieben, nun sind wir auch schon quasi am Ende des Videos angelangt und ich hoffe natürlich, dass ihr keine offenen Fragen mehr zu diesem Kukri Knife habt. Falls dem aber doch so sein sollte, schreibt mir das einfach, dann werde ich euch das natürlich beantworten. Ich spiele hier schon wieder rum, aber das bietet sich ja auch an. Wir haben hier hinten so eine glatte Fläche, das ist wirklich wunderbar. Ich habe ja fast schon gedacht, ob man das so hinstellen kann, aber da das Kukri ja so kopflastig ist, funktioniert das natürlich nicht. Aber es ist schön. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man diese Fläche so unbedingt nutzen sollte, ja, um irgendwas festzuschlagen oder so, kann man natürlich, ja. So, aber da muss man wirklich aufpassen, dass man in diesem Bereich keinen Körperteil hat, weil das wäre wirklich auch nicht so gut. Ne? Also wenn ich das jetzt so halte, da muss man wirklich schon aufpassen. Und ein Kukri ist nicht ohne, also ist meine Meinung. Kann auch sein, dass ihr jetzt sagt, ach die wie ein Kukri-Knife kannst du doch einfach hier mit schnitzen und hacken so. Nee, finde ich gerade nicht, weil das so kopflastig ist. Und vom Gewicht her, ja, man ist sich irgendwie nicht so sicher. Und ihr habt jetzt gerade auch schon gesehen, also man rutscht auch relativ schnell in die Schneide. Ne? Das ist so, ihr habt keinen Handschutz hier, nichts, keine Fingermulde irgendwie, die eure Hand schützt. Das ist natürlich klar, es ist ein Kukri, aber deswegen sage ich, man muss wirklich damit umgehen können. Das ist jetzt, finde ich, nicht so ein Anfänger-Knife, wo man sagt, ja, damit gehe ich jetzt raus. Ja, ist aber auf jeden Fall nur meine Meinung. Wenn ihr das anders seht, dann ist das natürlich voll in Ordnung. Und ich freue mich natürlich auch für euch dann, wenn ihr damit so wunderbar umgehen könnt. Also das ist natürlich ganz, ganz toll. Und früher, ganz, ganz früher, wie ich ja eben gesagt habe, das stammt aus dem 7. Jahrhundert ungefähr, war es natürlich eine Waffe und die Leute wussten damit umzugehen, weil sonst hätten sie das ja gar nicht kreiert. Heute hat es natürlich wieder einen anderen Stellenwert, aber wir haben hier eine fette Klingenstärke. Schaut euch das mal an. Einen schönen, wunderschönen Mikata-Griff. Ich liebe Mikata. Das fühlt sich einfach ganz, ganz weich und warm heute auch an. Das ist einfach so. Also das Material für draußen, wunderbar, ist meine Meinung. Und ja, hier haben wir natürlich drei Bohrungen in dem Griff selbst. Und das Ganze ist natürlich durchgehend gefertigt, also super stabil. Das seht ihr hier ja auch. Ja. Und da könntet ihr natürlich auch wieder mit Paracord arbeiten. Das vielleicht irgendwo noch an einem Stamm befestigen, an einem dicken Ast natürlich. Und ja, das dann als verlängerte Waffe nutzen. Ein Speer kann es ja nicht sein, weil es ist nicht gerade. Aber man kann natürlich viel damit machen. Und ja, von der Form her ist das natürlich wie immer Geschmackssache. 1075 Stahl, ihr wisst, es ist anfällig. Das bedarf immer ein bisschen Pflege. Und von der Schärfe weiß ich nicht jetzt, ob der Papierschneidetest dafür ausschlaggebend ist, wie scharf das jetzt nun wirklich ist. Weil normal, meine Lieben, es ist dazu da, richtig um zu arbeiten, um zu hacken. Aber hier mit der Scheide zusammen finde ich das wirklich super für draußen. Und ich finde auch ganz, ganz toll, dass durch den Gewinner von Alone, von der ersten Staffel, habe ich ja gesagt, durch Ellen Kay, dieses Kukri Knife überhaupt erstmal entstanden ist. Und ihr seht hier auch schon, das lässt sich wunderbar in dieser Scheide verstauen. Und wir machen hier jetzt auch nochmal den Test. Rutscht es raus? Nein, definitiv nicht. Also es sitzt bombenfest. Ihr könnt das dann natürlich so am Gürtel tragen oder euch irgendwas basteln. Das natürlich vollständig demontieren, mit Paracord vielleicht am Rucksack machen, wo auch immer. Aber ihr wisst, meine Lieben, immer aufpassen. Ne? Also es ist kein Spielzeug hier mit einer Kukri einfach mal so rumzulaufen. Da muss man echt immer schauen. Und ich nehme es jetzt einmal hier nochmal raus. Ja, die Kydex-Scheide ist übrigens sehr, sehr fest. Dazu muss ich sagen, die Heavy Duty, die Fritz hatte, die hatte ja eine Lederscheide. Da finde ich jetzt schon gut, dass es hier eine Kydex gibt, weil es ist einfach langlebiger und gerade bei so einem scharfen Teil ist das einfach super. Also ich finde die Idee einfach klasse. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was ihr zu diesem Condor K-Tech Kukri Knife Desert sagt. Was für ein Name!
Wie findet ihr das? Wäre das etwas für euch? Sagt ihr, das ist geil? Ihr, vielleicht habt ihr die ja auch schon zu Hause und seid damit immer outdoor unterwegs und habt da auch schon Shelter mitgebaut oder was auch immer. Dann schreibt mir das einfach mal. Also das finde ich mega interessant zu wissen. Ansonsten hier, die Klinge ist ja fast vollständig clean. Es ist wirklich schön gemacht und es ist einfach nur eine Geschmacksfrage, ob ihr sagt, es ist geil oder ist es nicht geil. Ich finde es super schön, dass ich jetzt ein Kukri Knife in meiner Sammlung habe, denn es ist mein erstes Kukri und hier nochmal an dich, Chris, Dankeschön, dass ich das jetzt habe. Ich finde es einfach cool. Ich finde es wirklich cool. Und wer weiß, wann das mal zum Einsatz kommt. Ja, meine Lieben, und nun sind wir am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und wenn dem so war, hinterlasst mir gerne den Daumen nach oben und abonniert doch auch bitte meinen Kanal. Denn wenn ihr das getan habt und anschließend dieses Mini-Glöckchen aktiviert, seht ihr sofort, wenn von mir ein neues Video online kommt und verpasst dann auch nichts mehr. Ja, und wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Mit was bleibt natürlich wie immer eine Überraschung. Seid da einfach gespannt und ich wünsche euch jetzt auch noch einen super, super schönen und hoffentlich sonnigen Tag. Also macht's gut, meine Lieben. Ciao! Ein neues Video für euch. Das Video ist im Kasten. Jetzt ist aber frisch, meine Lieben. Trotz, dass ich eben gesagt habe, es ist so schönes Wetter. Und ja, jetzt ist sie richtig drin. Und zack. Das ist aber auch schwer, ne? Also da muss man echt bedenken, dass ihr fast ein Kilo mit euch rumtragt. Ja, mit der Scheide definitiv. Also das ist schon krassi hier. Steht ihr denn auch richtig? Steht ihr richtig? Ja, ne? So, ihr Lieben, alles ist wieder zusammen. Aber ich muss erstmal ein Lakritzchen einwerfen. Hier so mega lecker mit Zucker. Es ist immer noch kalt, meine Lieben. Und seht ihr das? Jetzt gehen wir hier gerade nochmal an den Fluss. Der ist immer noch hoch. Ja. Das gibt's echt nicht. Bin mal gespannt, wann der wieder seinen normalen Wasserstand erreicht hat. Und vielleicht ist euch heute auch was aufgefallen. Ich gehe mal hier in den Schatten, denn ich habe heute das erste Mal mein Outdoor-Sitzkissen mit. Yay! Also es ist mega. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu extra ein Video machen soll. Ich glaube nicht, aber das ist so, so toll. Und darauf habe ich heute das erste Mal gesessen. Das Popöchen bleibt warm. Das ist ja erstmal die Hauptsache. Und ihr wisst ja, ich hatte sonst immer so ein Handtuch, aber jetzt ist das vorbei. Und ultra leicht. Also so, so schön. Der Tiefle kommt jetzt auch wieder rein. Und hier ist immer noch alles matschig. Schaut euch das mal an. Seht ihr das? An den Füßchens hier. Alles voll mit Matsch. Einmal geht man raus und man kann alles wieder waschen, meine Lieben. Aber so ist das. Das bleibt einfach nicht aus. Das ist irgendwie so ein Spring Day. Bis demnächst, meine Lieben.